Die zweite Zeitenwende. Die zweite Zeitenwende war die industrielle Revolution. Das ist ein Vorgriff. Ich will das sehr kurz machen. Man glaubt ja, dass man da alles weiß darüber, aber in Wirklichkeit ist es so nicht. Denn wie sich diese industrielle Revolution entfaltet hat, ist eine sehr, sehr komplexe Geschichte und sie ist auch nicht zwangsläufig. Es hätte auch ganz anders kommen können, aber es ist so gekommen, wie es ist und es ist in Europa gekommen. Es war begleitet von einer Transformation einer feudalen Gesellschaft in eine Marktgesellschaft. Immer mehr Sachen sind zu einer Ware geworden. Dann natürlich Kohle- und Dampfmaschine, das war eine historische Singularität in England. Die ersten Dampfmaschinen, auch das wissen die wenigsten, sind nicht mit Kohle befeuert worden, sondern mit Holz. Denn die Mechanik war gar nicht in der Lage, diese hohen Temperaturen, die bei der Kohle entstehen, denen standzuhalten. Aber warum brauchte man überhaupt die Dampfmaschine? Man brauchte die deswegen, weil in diesen Kohlegruben im Nordengland Wasser drin war und die Kohle, die dann in größeren Tiefen förderbar war, konnte man nur fördern, wenn das Wasser abgepumpt wurde. Am Anfang hat man das mit Pferden gemacht, die da eine Pumpe angetrieben haben und später dann mit einer Dampfmaschine, die man zunächst mit Holz befeuert hat. Und irgendwann hat man dann gelernt, auch die Kohleabfälle, die in dieser Kohlegrube entstanden, zur Befeuerung der Dampfmaschine zu verwenden. Und damit hat sich dann natürlich ein Regelkreis, eine Rückkopplung geschlossen. Es hat sich eine Dynamik entfaltet. Dann hat man auch gelernt, Eisen nicht mehr mit Holzkohle herzustellen, sondern auch mit Kohle herzustellen, indem man die Kohle vorher verkokt hat und all diese Dinge. Dann ist die Dampfmaschine mobil geworden über die Eisenbahn. Das hat alles geändert. Es ist eine Revolution sondergleichen, nämlich der Güterverkehr auf dem Land abseits der Wasserwege ist möglich geworden. Der Raum zieht sich zusammen, wird neu strukturiert. Das Leben, die Wirtschaft beschleunigt sich. Ab 1830 ungefähr wird im Vereinigten Königreich, nimmt diese Entwicklung wirklich dramatisch zu. Im Kontinent in Amerika, etwas später in den USA. Die industrielle Revolution nimmt wirklich Fahrt auf, ab etwa 1850. Dann kommt natürlich der technische Fortschritt hinzu, Elektrizität, Ingenieurwissenschaften, chemische Industrie. Das heißt, im 19. Jahrhundert hat sich die Welt mehr verändert als je zuvor in der Menschheitsgeschichte. Es gibt dazu ein Standardwerk, möchte ich fast sagen, von Jürgen Osterhammel. Das heißt, die Verwandlung der Welt, eine Geschichte des 19. Jahrhunderts, kann ich jedem nur dringend empfehlen, der sich für die Hintergründe interessiert. Und gleichzeitig war das die Herausbildung des fossil geprägten Kapitalismus mit seiner unerhörten Dynamik. Ich kann auch nur empfehlen, immer mal wieder das Kommunistische Manifest von 1848 zu lesen von Marx und Engels. Da stehen ganz andere Dinge drin, als man meint, dass da drin stehen. Marx und Engels waren absolute Bewunderer der Dynamik des Kapitalismus. Im Übrigen hieß das damals nicht so. Dieser Begriff Kapitalismus ist erst Ende des Jahrhunderts aufgekommen, sondern Marx und Engels haben von der Bourgeoisie gesprochen. Dann kam Ende des 19. Jahrhunderts der Verbrennungsmotor hinzu, das Öl. Und das hat dann natürlich nochmal eine ungeheure Dynamik ausgelöst, nämlich der motorisierte Verkehr auf der Straße, nicht mehr nur auf der Schiene. Siedlungsstrukturen haben sich neu formiert, im 19. Jahrhundert schon durch die Eisenbahn, aber dann im 20. Jahrhundert durch das Auto. Und dann gab es noch eine weitere Beschleunigung dieser Entwicklung, nämlich nach dem Zweiten Weltkrieg, ab Beginn der 1950er Jahre bis ungefähr Mitte der 1970er Jahre, eine ganz, ganz kurze Zeitspanne, die von den Historikern als die große Akzeleration bezeichnet wird, ausgelöst durch
zunehmend reichliches und immer relativ billiger werdendes Öl aus dem Mittleren Osten. Die Folge war die Massenmotorisierung. Die Folge war der Einstieg in eine Konsumgesellschaft nach amerikanischem Vorbild. Es ist der Beginn der Verschwendungswirtschaft, Kornucopia, das Füllhorn, billige und reichliche Energie für immer. Damit ist der Keim der Nichtnachhaltigkeit gelegt worden. Kapitalismus und industrielle Revolution gehören zusammen. Beide sind fossil geprägt. Ohne fossile Energien hätte der Kapitalismus seine revolutionäre Kraft nicht entfalten können. Adam Smiths berühmte unsichtbare Hand des Marktes wäre kraftlos geblieben, so ein Zitat von Elmar Altvater. Aber dieses fossile Zeitalter hat unsere ganze Wahrnehmung der Welt geändert und geprägt. Wir nennen das die mentale Prägung des fossilen Zeitalters. Wie manifestiert die sich? Zeit und Raum, leichte und schnelle und billige Erreichbarkeit von allen Orten auf der Erde ist plötzlich das Ziel, ist Symbol des Fortschritts. Zeit ist Geld und der Raum soll schrumpfen. Der Fokus liegt auf Maschinen, motorisierten Verkehrsmitteln und deren Infrastrukturen. Und unsere Werthaltungen werden implizit geprägt. Motorisierte Verkehrsmittel sind besser als nicht motorisierte. Schneller ist besser als langsamer. Die Erreichbarkeit von entfernten Zielen ist wichtiger als zum Beispiel die fußläufige Erschließung von Stadtvierteln. Aber es geht noch weiter. Nämlich plötzlich gilt billige und reichliche Energie als selbstverständlich, was es niemals war in der Menschheitsgeschichte vorher. Es geht sogar so weit, Energie soll billig und reichlich sein. Die Folge davon ist eine Verschwendungswirtschaft. In der ökonomischen Theorie sollen Preise, Kosten und Knappheiten widerspiegeln. Aber irgendwie soll das für die Energie nicht gelten. Stattdessen wird billige Energie als Voraussetzung für eine prosperierende Wirtschaft betrachtet. Es gibt eine Konsequenz, ganz aktuell, nämlich die Energiepreise dieser nicht nachhaltigen fossilen Ära, denn diese Dinge sind endlich, sie schädigen die Umwelt, sie schädigen das Klima, werden als Referenz für eine völlig verschiedene und nachhaltigere erneuerbare Energiezukunft betrachtet. Das ist natürlich auch ein fundamentaler Fehler im Bezugsrahmen für die anstehende Energiewende. Zu sagen, das neue System, das auf Dauer dann vielleicht möglich sein soll, muss genau die Preise haben, die ein nicht nachhaltiges System in einer kurzen Phase der Menschheit hatte.